Wir bräuchten noch sowas wie eine Begrüßung dann, ne? Yo, mach ich oder Quatsch. Mach du? Quatsch. Alles klar, Scorch, du bist dran. Yo, Scorch, what? Challenge time. What? Immer wieder gut. Immer wieder gut. Ja, soll ich machen alles oder klar. Du? Mach ich. Von mir aus kann ich machen. Hallo, liebes Publikum. Willkommen bei Dead by Daylight mit Guldi. Und? Scorch, mach du? Vielleicht? Scorch Raven. Und einen Neuzugang, stelle sie sich vor. Hi, ich bin Lisa, aber Uschi geht auch. Und Roshi! Oh mein Gott, mir fällt erst jetzt auf, wir sind die noch schlimmere Gronkh-Nachmache geworden. Ja, stimmt. Ey, Uschi-Mann. Oh mein Gott. Wir müssen kurz betonen, ja, das war nicht geplant. Ja. Ja, jetzt sind wir auch drei Kerle, ein Mädel. Ja, sehr und gut. Das Mädel ist mit einem Kerl zusammen, ne? Trifft sich ja fast wunderbar. Zufälle gibt's, das glaubt man gar nicht. Das ist kompletter Zufall, nicht wahr, Uschi? Höllisch, höllisch. Cool, jetzt hab ich einen Grund, Gronkh in den Titel zu schreiben. Das bedeutet, das gibt Zuschauer en masse. Easy Dank. Game, easy. Du machst dir Full Advertisement an dem Video, ne? Was mach ich? Full Advertisement. Alles reinhauen. Mindestens drei große Werbungen. Naja, klar, sowieso. Ja, gut. Also, und dann natürlich Werbung noch für meinen Kanal. Ja, Werbung für deinen Kanal, Werbung für meinen Kanal. Scorch hat, glaube ich, keinen. Mal mein Zuhause. Mal gucken, ob ich es diesmal länger als 2 Minuten aushalte. Ich habe keine Ahnung. Ich starte bei einem Generator, einem Haken, wir haben einen Fallsteller. Wir haben Trapper, wollte ich gerade sagen. Ja. Chap. Ich fange einfach mal mit Fixi die Fix an, ja? Ja. Ich finde das immer wieder schön, wenn ich neben dem Generator versuche, die Luft zu reparieren. Das ist so elegant. Oh, nice. Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Fancy. Zuckerwatte, du hast Zuckerwatte. Zuckerwatte, okay. Zuckerwatte. Ja, ich repariere den Kuchen. Auch, aber ich hab Panik. Oh, ich hab auch. Leichtes Herzklopfen. Oh, hallo Dwight. Angst, das kommt jetzt zu mir. Hi, Dwight. Dwight. Jetzt befummel ich deinen Hintern. Nein, ich befummel deine Innereien. Ich nehme alles zurück. Meine Hände sind irgendwo im Innersten des Innersten in dir. Oh, guck mal, Herz. Oh, Lungen. Oh, Nieren. Was genau spielt sich da auf deinem Bildschirm ab? Wenn du die Aufnahme siehst, kannst du dich freuen. Warte, nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Ich vergesse immer zu gucken. Okay. Ups, ihr seid wieder Vorschau. Ganz nah in der Nähe bei mir. Nice. Ihr müsst es jetzt sehen können. Ja, das könnt ihr natürlich, wenn ich wüsste, wo du bist, ne? Ja. Ich repariere mal den Generator im Asylum drin, ne? Weil ich tapfer bin. Hat schon irgendwer Herzklopfen gehört? Herzklopfen irgendwie in der Nähe? Ja, mit einem Generator. Ja, bei uns mit grade. Dem Asylum. Okay, ja, ich hab ihn gerade reingehen sehen. Keller ist im Asylum, nur um das zu sagen. Mhm. Ich ja, da ist auch eine Kiste. Ja, ich bin gerade dabei, die Kiste zu klauen. Also, hast du auch noch den Perk drin? Ja, ich habe keinen besseren mit Dwight. Mit Dwight. Oh nein! Ich bin in eine Falle gerannt. Ich bin das war nicht so gut. Sorry. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet, scheiße. Er kommt jetzt auch her. Der bringt wahrscheinlich einen Keller, ich kämpfe dann hier unten, ja? Ja. Wie ein Schrecken. Soll ich weiter Generatoren machen? Jo, ja, okay, mach mal. Wenn er in den Keller bringt, dann bin ich hier unten. Eieiei, ich liege. Geht da denn bitte ab? So viele Fallengeräusche. Ich muss gestehen, die Atmosphäre. Ach, da oben bist du. Hab ich jetzt das gesehen. Die Atmosphäre hier unten ist schon schön, ne? Besonders die Bodendeko ist richtig ansprechend hier aus dem Kasten heraus. Aber er hat mich nicht nach unten gebracht. Ja, sehe ich jetzt gerade auch. Hängt Frank dich auf? Er ist draußen. Ich sehe ihn. Ja. Ich sehe ihn. Er Hi, Clodet. Ich hab dich gerade in der Ecke gesehen. Komm, ich hab's fast geschafft. Oh, bitte. Das bisschen. Ah, fuck. Ey, das. Der guckt gerade in deine Richtung, der sieht dich. Der hat dich auch. Dann geschafft. Fuck the shit! Nein! Lass mich irgendwo hin und in Ruhe Zuckerwatte essen. Komm schon. Das war nein. Nice. Das war nice. What? Komm. Oh, hi. Hi. Deine Stelle würde ich abhauen. Ist bei mir. Nee. Er soll ruhig auf mich gehen, aber er will mich nicht. Guck mal. Nee, der ist gerade hinter mir her. Hase! Oh, hier, heil mich mal, bitte. Keine Angst, ich bring die Heals. Der Sunny ist da. Komm zu mir. Was, ihr nennt euch auch gegenseitig Hase? Ja. Ich bin wieder nein, ich nenne jetzt jeden Hase. Achso, okay, gut. Gut zu wissen. Du bist eine Faszination für Fallen, ne? Okay, offensichtlich, ja. Ein bisschen out of the way. Ich mach mal den Generator. Er bringt dich in den Keller weiter. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt bringt er mich in den Keller. Exakt. Beziehungsweise sucht er den Keller gerade erstmal? Er sucht den Keller.
Ja, der ist sich gerade nicht so sicher. Der ist gerade einmal versehentlich in den falschen Türrahmen gegangen. Jetzt bringt er mich runter und ich sollte... Oh nein, ich glitch. Ich bin gerade weggeglitcht, deswegen hat das Zucken aufgehört. Ja, ich bin frei, ich bin frei. Ja. Haut ab, okay. haut ab! Ich lenke ihn ab mit einem Hit. Hab ihn abgelenkt. Warum auch immer hat er bei mir die... Oh, ich... Irgendwie... Bugs bei mir gerade rum. Mir? Okay. Irgendwie bin ich gerade nicht vorangekommen. Okay. Egal. Ich bin in einem Schrank. Ja, ich bin auch im Schrank. Nur bei mir sind Blutflecken vom Schrank. Ja, ist jetzt weggehen. Komm schon. Tanz hier ja. So rum. Gut. Oh, bringst du ihn gerade hoch, Charlie? Ich weiß es nicht. Hört sich so an, dass wir und Generator fertig. Gut. Nice. Nice. Ich hab Feuer auf Hälfte. Oh, er stellt eine Falle an der Wand vom Asylum. Passt auf. Okay. Wo zwei auf Hälfte? Irgendwo geradeaus beim Ausgang. Oh nein. Yes. Oh. Charlie, kommst du mal her? Kommst du bitte her? Beim Haus. Wo ist denn bei dir her? Da, wo du gerade vorhin lang bist, hier. Fix mich mal ab, bitte. Er kommt zurück ins Haus, oder? Nein. Er läuft draußen rum. Oh, das ist Fail Lord. Gut. Ja. Ich seh's. Ich hab euch gleich da. Dann fixen wir den gleich. Lass kurz los, damit wir dich abfixen können. Dankeschön. Generator alles fertig, gut. So hört das sich auf jeden Fall an. Nein, der ist fast fertig. Abhauen? Warte, er ist nicht unten. Mach immer Generator. Alles und klar. Du bist Lookout. So, wir brauchen nur noch einen Generator. Ja, wir haben den hier oben. Den haben wir schon. Dave, er macht irgendwas unten kaputt. Er kommt jetzt garantiert hoch. Ja, war das nicht oben gerade? Nein, das war oben. Er ist oben und runter. Tschüss. Ah. Tschüss, Decke. Nein. Oh Gott. Der Schrank ist besetzt. Nein, was nein, soll das? Nein, in den Schrank. Da. Lauf. Tu ich. Okay. Oh mein Gott, er kommt nicht in den Schrank. Guck nicht in den Schrank. Oh, scheiße. Das ist ich. Ja, ich war im Schrank und fail und voll 3. Oh. Ach so, oh, das tut mir leid. God fucking dammit, die Russen. Ich mach mal den letzten Generator. Mach, ja, ganz mach in Ruhe. Mal. Dann mach ich die Tür auf und dann geht's schon. Dann hab ich meine... Du meinst, da gehen alle außer mir, ne? Ah, oh, komm, ich war fertig. Ich lauf gerade außen rum. Oh Gott. Leute, jetzt nicht alle abkacken, bitte. Ah. So, ich mach jetzt eine Tür auf. Er hat unten bei mir keine Falle gelegt. Lauf weg, also, lauf weg. Wenn's geht, jo. Für mich einer, wenn mir einer helfen kann, würde ich es sehr gern annehmen. Ja, das hatte ich gerade so ein bisschen also vor. Also irgendwer sollte jetzt reingehen, der läuft gerade hinter mir her. Irgendwer, jetzt sofort nach unten. Jo, ich mach jetzt eine Tür auf. Könnte noch die andere Tür... Er kommt zurück. Wenn ihr noch weiter da herumspielt, ich versuche beide Türen jo. Aufzumachen. Ja, ich guck grad, ob bei mir eine Tür in der Nähe ist. Ja, oh, da ist er. Ja, hi. Kannst du mich kurz mal... Ey, ich bug hier schon wieder rum, ja, ey, das gibt's nicht. Ja, shit. Verbindungsprobleme aller Art und zwar perfekto. Perfekto momento. So. Danke. Ist er wieder bei dir unten oder verfolgt er mich? Ich glaube, er verfolgt dich. Mich sehen zumindest gerade nicht. Ich hab mich aber auch gerade nicht. Away. Oh ne, er hat mich. Oh ne. Oh ne. Warst du schon am Struggle? Nein. Dann kann man dich nochmal holen, theoretisch. Ja, aber Scourge ist der Einzige, der fool ist, oder? Nee, ich auch. Die Uschi ist auch voll. Die Uschi ist voll. Die Uschi ist voll. Frage ist nur, wer ist. Ich hänge immer noch unten. Du bist weit, wo der Killer ist. Der kommt gerade aus der Eingangstür raus. Nee, er guckt im Rundell durch. Er guckt, er sieht mich nur gerade nicht. Er legt die Falle neu aus. Ja, der hat ja an die Haupttür gelegt. Der sieht mich hoffentlich. Nein, ja, er hat mich draußen. Also jetzt runter, wenn's... Ja. Scheiße. Ich mach zweite Tortür auf. Jo. Raus. Na! Ja. Yeah. Gibt's doch nicht. Ich versteck mich hinten fürs Erste. Gut. Und das er hängt mich in die Nähe von der Eingangstür, die schon offen ist, offensichtlich. Okay, warte, das ist der. So, beide Türen sind offen. Gut. Alles klar, ich struggle. Ist aber dir? Okay, komm hoch. Ich hab ihn noch nicht hier vorne. Du solltest jetzt rauskommen. Ich hab die Falle gerade entschärft und jetzt lauf ich zu Fendor. Okay. Soll ich mithelfen? Er kommt dir gerade entgegen. Er sieht mich, er hat mich. Ja. Hat mich shit, fuck. Gesehen.
Aber er verfolgt mich nicht. Ich bin nicht cool. Shit. Okay, ich geb mein Bestes. Den hab ich noch. Er steht direkt vor mir. Ja, ich seh's. Er sieht hoffentlich auch. Ozzy! Komm! Komm, Happa! Snoopy! Nee, sorry, ich kann eh dich retten. Tut mir leid. Ja, er campt auch zu hart. Entschuldige. Ja. Nee, ich renn raus. Gut, ich bin raus. Er steht im Ausgang. Er sieht mich hoffentlich gut. Alter, scheiß die Wand an! Oh nein! Was jetzt passiert? Goldie ist noch in eine Falle gerannt. Ja, ich hab's geschafft. Gut, weg. Nein! Du frei? Kannst du laufen? Ja, ich bin weg. Ich hab meinen Pip bekommen, unglaublich. Holy shit, bro. Kann ich raus? Ich muss mal eine Ausgangstür finden, das ist bei mir das größere Problem. Der Mörder hat keine Perks? Perks. Mhm. Das ist weird. Gut, aber weird. Also beide Tore sind offen, Fußboden, Zimmermann. War jetzt erstmal so lange hier vorne, bis ich weiß, dass du raus bist, safe. Du hast doch nicht genug Zeit, um das Medikit zu nutzen, oder? Nee, nicht mal ansatzweise. Wo bist du denn circa? Am Rand der Karte renne ich gerade entlang. Da ist ein Ausgang. Gut. Der ist offen. Renn. Lauf. Ich habe mittlerweile verstanden, dass beide Türen offen sind. Regenbogen, Leute, Regenbogen! Er steht da aber. Ja. Nein! Oh komm, tu mir den Gefallen, was bist du für ein Arschloch? Oh komm, sei ein netter Killer, wirf mir am Fußboden. Du hast schon zweimal gehangen, ne? Ja, ich bin weg, wenn er mich aufhängt. Ja, dann hau ab, Charlie. Oh komm, wie unfair! Schade! 3 von 4, nein. Es lief aber so gut. Ja. Ohne Witz, wir haben das richtig gut gedeichselt. Wir müssen auf die Fallen achten, wenn wir nicht in die scheiß Fallenhalle reingelaufen. Bin ich zweimal in so beschissene Fallen reingerannt, ey. Das war ja dumm. Nice. Oh, ich hab nicht mal den scheiß ersten Pip bekommen. Sehr gut, wa? Aber trotzdem, nicht verkehrt. Also war gutes Teamplay. Auf jeden Fall. Ich habe nicht alle Generatoren gemacht, aber die meisten und dann auch noch beide Tore aufgemacht, damit wir alle eigentlich hätte rausrennen können. Respekt. Dann, gut, ladet mich wieder ein, meine Lieben. Warte, habe ich die 5 Minuten vom Killer weglaufen bekommen? Lass mich das erstmal gucken. Vielleicht. Ja, einen Moment. Nein! Ich bin nicht lang genug vom Killer davon gelaufen. Ich habe nur lang genug bei ihm am Haken gehangen. Zählt ja mal nicht. Ist doch auch was. Nice. Okay. Ich brauche 5000 Punkte für den Perk Bindung, dass ich die Auren von Mitüberlebenden in 12 Metern Entfernung sehe. Oh, das ist gut. Das kriegen wir hin. Alles klar. Gut, dann lautet es wieder an. Dimismus, finde ich gut. Wer macht ein Dingens? Oh, du Dingens. Wieder. Du Lobby? Gut, okay, alles klar. Du hast gutes Dann geht Internet. Die Lobby jetzt wieder von mir aus. Ja. What the fuck, was ist das für ein Perk? Ich habe Charlie Internet. Nicht in der... Ich tue einen nach. Da müssen wir noch Funktionen sogarieren. Ich bin professioneller Goldie, sie kann mir professionell nachschauen. Wie gefällt euch übrigens mein typischer Porno-Dwight? Ist schön, ne? Was sagt ihr jetzt besser? Porno-Dwight oder Pizza-Dwight? Fängt beides mit P an. Dann ist es PP-Dwight. Ihr seid langweilig. Ich müsste jetzt Jake Park spielen. Ich spiel echt gerne. Ich will Jake weiterspielen, damit ich diesen scheiß Perk bekomme, dass ich alles sabotieren kann. Von vorne bis hinten. Achso, Nea Carlson ist jetzt bei mir auf Level 4. Oh, Bolzen war nice. Und ich brauche nur noch 5000 Punkte, Blutpunkte, um sie auf Level 5 zu bekommen. Ui. Das dauert nicht mehr lang. Ja, das hört sich soweit ganz gut an, ne? Also schon fast grandios, grandios. Für sie habe ich gerade einen Perk bekommen, der heißt Verwandt. Haltet Potenzial in der eigenen Aura-Lesefähigkeit frei. Während du am Haken hängst, wird allen anderen Überlebenden ein zufällige Aura eines Überlebenden angezeigt. Oh, nicht schlecht. Nice. Wir hatten vor kurzem, ich glaube, das war erst Charlie und ich gespielt haben, dasselbe Ding, nur auf Max-Rank, da siehst du dann alle Auren, auch die vom Killer. Ja, das war richtig awesome. Das war so richtig hoher Perk. Wow. Wer ist denn nicht das ready? Das ist nice.
Das bin ich. Ach ja. Ich muss nur kurz auf Jack Park wechseln. Ach, ja. Der Asiate. Der Asiate. Ah, der mit der Rauchgranate. Mit der Kaffeekanne am Gürtel, natürlich. Rauchgranate. Natürlich, muss doch funktionieren hier. Ja. Komm schon. Spät ins Dunkel. Boah, Kaffee, ganz dringend. Komm schon, Shadow. Scheinstein. Oh Gott. Oh mein Gott, du kannst sogar Gronks in die Tags schreiben. Fuck. Ja, theoretisch schon. Oh bitte, Leute. Nicht ganz so auffällig, wa? Könnte. Ich schicke dir nachher eine Liste zum. Du hast schon Steuerung C, Steuerung V, ne? Ja, einfach reinkopieren. So. Ja. Einmal, es ist dann eine Liste von den Namen von allen berühmten YouTubern und allen Entwicklern von Dead by Daylight und. Oh, das ging schnell hier. Ja, yes. Easy Game, Easy Life, ne? Jo. Okay, wir gehen jetzt hin und wir gehen rein und dann machen wir den und dann, ja? Da machen wir den zu Kleinholz. Stimmt, ich muss. Aber mich nicht, und ich mach dich zum Moose. Achso, das versteht hier keiner, weil keiner von euch Baldur's Gate spielt. Ja. Scheiße. Glück und schwarzer Nebel, Leute. Batman. Ich kann nicht sagen, dass ich Batman bin, aber Batman hat mich noch nie gleichzeitig in einem Raum gesehen. Aber also, ich bin Batman. Ich werde jetzt alles versuchen, um Leute vom Haken zu holen. Und ich bin Batman. Jo. Weil das eine tägliche Aufgabe ist, was ich mit Jack Park machen muss. Also versuche ich jetzt nicht mal den Feigling zu spielen und nur die Generatoren zu machen. Wenn es möglich ist, würde ich gern Türen öffnen. Jo. Ja, das habe ich ja jetzt durch, zum Glück. Mhm. Meine tägliche Aufgabe ist Batman. Ja, die anderen Sachen. Was war das nochmal? Irgendwie... 9 Leute mit Bärenfallen. Ach nee, den habe ich weggemacht. Irgendwie, aber noch was. 7. Irgendwie 7 Leute auf Haken hängen, irgendwie mit Mörder. Mit Mörder, ey. Mit Mörder, Alter. Du musst voll mit Mörder machen. Dreimal mit Jake Park entkommen. Überleben und entkommen. Ich hab noch nicht einmal überlebt. Ja, nee. Ach, mal, wir kriegen das hin, Mensch. Na, das ja, ist, aber mein Geheim, ist aber mein Geheimskill. Ich krieg das immer hin, durch die Gegend zu laufen und der Mörder steht dann einfach direkt in meinem Gesicht. Ja, ja, manchmal kann man nicht einfach, ne? So heftig mit Zuckerwatte, das muss funktionieren. Oh nein! Du hättest mal sehen müssen bei Kill Your Friends. Ich war an einem Generator, hab den fertig gemacht, wollte gerade rausrennen und wer steht da? Goldie als Geist. Aber unsichtbar und er ist in mich reingelaufen gerade, ja. Er war gerade bei mir in der Nähe. Ich wollte sagen, wen haben wir bei den Kindern gesehen? Ich hab nur Herz. Er hat mich, shit, aua. Ich hab nicht gesehen, was er ist. Er hat mich nur gehauen. Gut. Oh, hallo, lieber Mitbewohner. Würde hier nicht stehen bleiben. Okay. Hör auf. Nein, eine Bärenfalle! Fallsteller. Oh, fuck! Hat er dich? Ja, natürlich. Bin der Bärenfalle, steht direkt hinter mir. Ah, oh, so ein Fickschnitzel. Das ist alles, was ich sage. Fickschnitzel. Okay, Goldie ist bei mir in der Nähe und hängt Er sieht sehr campy aus. Also momentan legt er die Falle, weil er an Fallenstelle ist. Das ist ja so okay, ne? Also ich komme gleich zu helfen. Ich mache den Generator. Ich bin in der Nähe. Er macht eine große Runde. Ich kann nicht sagen, ob er campt oder nicht. Ne, er rennt weg. Ja, er kommt wahrscheinlich jetzt in mein Haus rein. Ja, er hat, wer auch immer hier ist, hat genug Zeit. Er macht wieder die Falle vors Fenster. Also macht das scheiß Ding weg, anstatt mich zu retten. Er hat gerade die Falle vorm Fenster wieder gesetzt. Oh shit! Ja, hab ihn gesehen. Fuck. Konnte aber erst damit schon raus. So ist die. Tschüss. Achtung, er ist hinter dir. Du musst irgendwo reinhüpfen. Er ist generell immer hinter mir. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Er ist wirklich direkt hinter dir. Hallo Mausi. Tschüss Mausi. Hallo und tschüss. Okay, nein! Ich hab gerade die Palette geworfen, du Hutskitz! Oh! Vorsicht, Falle dort. Bist du jetzt komplett tot? Nein, ich war noch nicht beim Strugglen. Nee, lauf, kümmer dich darum. Killer ist da hinten, wenn du siehst. Ja, ich seh's, aber er hat Goldie wieder mitgenommen. Ja. Hölle. Ich bin sexy. Ach, du bist schon instant am Strugglen. Ach ja, klar. Zweite ja, klar, Mal. Zweite Mal. Komm, ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Bin ich safe? Bin ich. Was? Ja. Ja, das war safe. Ganz komisch, ne? Ja. Was das schon? Oh, shit! Das war die Falle, die er da wieder hingesetzt hatte. Oh. Weg. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank.
Für die Lungen die ganze Zeit hier rum. Vielen Dank. Okay, wir sollten wirklich abhauen. Die lebt von dir. Gibt's doch nicht. Ach stimmt, der ist ja jetzt instant. Er rennt hinter mir her, wenn ich das richtig höre. Ja, okay, er ist definitiv hinter mir her. Auf Goldies Kanal seht ihr jetzt die Spectator-Sicht. Möchtest du sacrifice? Ja, ich bin nicht sehr weit gekommen, glaube ich. Wo läuft ja, aber hin? Er hängt dich bestimmt hier direkt am Haken auf. Ja. Willkommen. Vorsicht, wer auch immer da am Generator ist. Bin's nicht. Wuss! Er hat dich gesehen. Wuss! Bringst du bitte drüber, danke. Ja, der Haken, der gerade eben hier war, der ist jetzt weg, Kumpel. Musst du dir einen neuen suchen. Oh, da ist direkt einer. Ach. Und wieder nur so ein bisschen beim... Oh, das gibt's nicht! Ja, aber immer das eine Zentimillimeterchen, ne? Furchtbar. Ja, das war nur wirklich nur ein kleiner Pixel. Er macht die Falle. Ja, ja. Er ist von mir aus weggelaufen. Er kommt zu euch. Alles gut. Nicht so gut. Irgendwie hoch. Und in die Falle. Scheiße. Sorry. Ist okay, das war zu erwarten. Das war jetzt nicht. Ah, du blockst nicht! Alter, Shadow hat einfach schon mal die das Hilfeding voll, ne? Hat schon 5000 Punkte darin. Und ab geht er hier. Neuer Tag, neue Runde, neues Struggle. Ich will niemanden. Ja, ich bin ja gleich tot. Nicht du, der ist leider in deiner Nähe die ganze Zeit jetzt. Ja, ja, klar. Er kämpft hart. Tut mir leid. Und eine neue Falle. Haut ihr erstmal. Geht einfach erstmal irgendwo anders hin. Wir haben gerade irgendwie 10 Minuten in der gleichen Ecke gehocken. Geh weg, da. Aber momentan kann ich natürlich richtig viel cooles Zeug machen. Wie zum Beispiel zeigen, wie ihr euren Bildschirm her zeigt. Es ist eigentlich. Er macht dir erstmal die ganzen Paletten kaputt. Warte, ich jetzt kommt er. Kann ich nicht sehen. Ich hab gehofft, ich kann dir jetzt zugucken und so eine Aufnahmeception machen. Ich kann dich nur bei deinem Tod zusehen, schade. Ja, wir hätten quasi beide dieselbe Sicht dann. So, das gehört schnell. Jetzt ist wieder hier Regenbogen-Time. So, wen beobachtest du, Charlie? Failord? Du hast es verhauen. Entschuldigung! Gut, mein Pip. Du weißt, dass er jetzt gleich herkommt. Aber hab ich nicht bekommen. Denkst du, wir schaffen das? Nein. Ich glaube, ich guck Scotch zu. Okay. Dann wie immer, wenn ihr die andere Sicht sehen wollt, müsst ihr auf meinen Kanal kommen, weil wir immer durch einen Toten sind. Wir haben echt Skill, ne? Wie gesagt, ich hab total den Skill, innerhalb von 1-2 Minuten den Killer zu finden. Aber diesmal war ich der Erste, ne? Ich verbessere mich schon im Sterben. Ich habe, glaube ich, 20 Sekunden gebraucht, um schon Herzklopfen zu haben. Ja, du hast vielleicht das Herzklopfen, aber ich hatte das Messer im Rücken. Kuchen ist fertig. Oh, er hat mich gesehen! Ja, ich sehe ihn gerade. Ja, und ich renne weg. Ey, Trapper, Challenge Time! Er hat ihn gesehen, der Bäcker hat gerufen. Der Bäcker! Was? Der Bäcker! Keine Ahnung, du hast gerade was vom Kuchen gesagt, da kam mir irgendwie so. Er hat mich gesehen. Der Bäcker hat gerufen. Der Bäcker hat gerufen, over! Wow, die Generatoren sind alle irgendwie fast fertig. Was ein Zufall. Ja, ich versteck mich gerade im Schrank. Gut. Und noch weiß er es nicht, er denkt irgendwie, du bist in dem Stein drin oder so. Das sah so gerade so aus. Ich versteck mich gerne in Büschen. Ich hack ihn gleich weg, hoffentlich. Ja, du versteckst dich gerne in Büschen, ich gerne in Schränken. Wir sollten uns immer zusammen verstecken, dann findet er nur einen. Komm zum Generator. Oh. So, zu dem Generator. Oh, da liegt mein Medkit. Ne, das ist Failords Fett. Fick dich ins Knie. Ja, das kommst ist mein raus, Medkit. Kommst du raus? Fick dich ins Knie. Aua. Fick dich ins Knie. Fuck you in the knee. Ja, Hasi, der Haken. Hat er dich einfach hingeschmissen? Na, er hat sich zuerst die Falle noch genommen. Damit er die Falle direkt vom Haken aufhängt. Niemals, du wirst mich niemals kriegen. Ich wiggle for your Haken life, nicht. Wiggle for your life, Haken, wiggle. AIDS. Fick dich doch ins Knie. Die heutige Folge wird gesponsert vom F-Wort. Du machst Generatoren noch einer über. Fuck. Noch ist alle chic. Er läuft im Kreis. Alle chic hier. Scourge, wir vertrauen auf deine Falltürkünste. Du
falsche Künste, ich mach gleich ein Tor auf. Ich wollte gerade sagen, hier ist wieder eine Tür. Das ist ja einfach nur eine horizontale Falltür. Kommt in deine Richtung. Ich höre den Bäcker. Ja, der kommt in deine Richtung. Backe, backe, Kuchen! Nein! Was? Ich war nicht verletzt? Er hat den Perk drin, dass wenn er jemand die Falt, die man die Türen aufmacht, dass er dich one-hitten kann. Scheiße! Oh. Hättest du den Generator nicht gefixt, wärst du weggekommen. Doch scheiße. Wiggle for your fucks. Wiggle, 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 wiggle all the fucks. Wiggle for your fucks. Wiggle, 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 wiggle all the fucks. Ja, die Runde war nicht ganz so geil, ne? Okay, komm. Wenn du jetzt entkommst und die Falltür bekommst, okay. Ist, wollte gerade sagen, lecker. Dann ist Scourge der Hacker des Jahres. Versprochen. Ist so. Ja, ich mach noch die Punkte. Machen die Punkte. By the way, das einzige Mal in den ganzen letzten 2 Wochen, wo der Escape Attempt funktioniert hat, war gerade vorhin im privaten Spiel mit Scourge. Ja. Ja. Der hat doch irgendwie immer ein Glück, der Junge. Ja, der hämmert jetzt Spacebar und das Spiel ist plötzlich buggy und er fällt vom Haken zur Escape Door rüber. Ja, in die Tür direkt hinein. Glitchst du durch die Map irgendwie? Dann plötzlich Noclip. Kampf. Aber ich glaube, Scourge hat ohne Probleme über 1000 Punkte. Grip in Rippchen Remouladen so. Ja, Scourge hat 12.000 Was? Punkte, aber mal. Ich hab 12.000? Okay. Ja, weil du so viel jetzt gerettet hast. Oh, ich hab auch Bock auf Schnitzel. Oh, ich hätte gerade gerne so ein großes Schnitzel. Halt doch die Fresse. Oh, mit Kartoffelsalat, so voll geil. Oh. Schnitzel mit Kartoffelsalat? Yay! Ja, Schnitzel mit Kartoffelsalat, wenn du ganz fancy bist, wenn du Mayonnaise magst, gibst Grund du noch. Nachmachen? Geht das überhaupt noch? Die labern auch in der Folge über Essen. Geht das bitte? Hallo? Ja, können wir uns anstrengen. Weißt du noch irgendwas von Gronkh, was wir nachmachen können? Ei, Range! Was? Weiß? Was? Ja, die haben da... Also, wir könnten... Range ist so ein Plüschtier, was die so in Japan so aus dem Automat gezogen haben. Ich hab ne... Ich hab ne Vampirkatze, zählt das? Können wir sie... Weiß nicht. Ich hab Nature's Prophet aus Dota. Zählt das? Das zählt. Okay, ich hab nicht... Wir sind eigentlich nur schlechter Gronkh. Wir sind schlechter Gronkh, ja. Wir konnten uns Gronkh nicht leisten, deswegen sind wir jetzt so failed. Das ist eigentlich die Frage... Also Skir... Okay, ich habe gehört, in der nächsten Folge sind wir nur noch zu dritt und ich will an der Stelle sagen, das war's mit der Folge von Dead by Daylight. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Bye bye.